Map 24 ist fast vollständig eingenommen. Nach nahezu 400 eroberten Basen scheint jeder Basiskampf eine Wiederholung zu sein. Da kommt rasch der Gedanke auf, einmal etwas ganz anderes auszuprobieren. Experimente mit Vulkanbonbon gab es bereits in vorherigen Videos. Paco kam die Idee, einmal 2S3 als Kanonenfutter einzusetzen. Die erste Flak-Reihe wird konventionell zerstört, also mit Pumas und AMLs. Dann kommen Unmengen an 2S3, wie man sie mit dem aus vielen eingenommenen Basen erhaltenen hohen Gruppenlimit nur haben kann. Die 2S3 stehen nicht wie sonst üblich in maximaler Reichweite, sondern werden ganz bewusst als Kanonenfutter eingesetzt. Gleichzeitig machen die ordentlich viel Damage. Das beschleunigt die sonst zähe mittlere Phase eines Basisangriffs ganz erheblich. Paco kann die 2S3 aus normaler Produktion, also ohne Beschleuniger, bauen. Damit sind sie für ihn quasi gratis. Die 2S3 haben für die Basis dieselbe Bedrohung wie Pumas oder Vulkanbomber. Aus Zielen gleicher Bedrohungsstärke wird ein Ziel zufällig gewählt. Die hohe Anzahl von 2S3-Gruppen führt dazu, dass fast nur noch 2S3 von der Basis beschossen werden. Das hat Paco an mehreren Tagen ausprobiert und funktionierte ganz passabel. Zum Komplettieren einer Map ist es ein ganz brauchbarer Ansatz. Dann kam der lange herbeigesehnte große Tag des letzten Angriffs. Der Spieler Taurus von Big Red One setzte immer noch Flaggen. Allerdings war es ihm nicht mehr das Upgraden auf Level 7 wert. Obwohl er durch uns viele günstige Wiederherstellungen dafür haben müsste. Kata hatte schon Tage zuvor seine letzte Basis und damit seine Heimatmap verloren. Für Big Red One ist das eingetreten, was deren Spieler anfangs für absolut unmöglich gehalten hatten. Der vermeintlich inaktive kleine Spieler skrupellos konnte mit Hilfe hinzugeholter weiterer guter Spieler die komplette Map einnehmen. Immerhin war Big Red One der Zusammenschluss zweier Allianzen, um darin alle aktiven Spieler beider Allianzen zu bündeln. 50 aktive Spieler gegen einen skrupellos. Die 20 Folgen dieser Videoreihe zeigen die Entwicklung auf Map 24 eindrucksvoll. Nicht immer hatte es so ausgesehen, als würde Preußen hier gewinnen können. Zu Beginn wurde ich als Gegner einfach nicht ernst genommen. Ich war alleine und wurde damals ausgelacht. Big Red One wollte es sich zu einfach machen und holte weitere Spieler auf die Map, um mich dann in noch größerer Überzahl platt machen zu können. Diese kurze Zeit nutzte ich zu Beginn, um mein Siedlungsgebiet zu verbinden und eine Allianz zu gründen. Preußen. Dann war sich Big Red One zu sicher unter Nutzung der Gazellenübermacht, den Zuzug weiterer Spieler verhindern zu können. Man hatte den Einsatzwillen und die spielerische Stärke von Coop, der ich bin, Enrico 8, Protenimus und Saal unterschätzt. Sie waren damals meinem Hilferuf sofort gefolgt und zeigten enorme Einsatzbereitschaft. Mit Bombe, Horten 22, Jo 502, KKK 92, Marie Ines, Paco, Stealth 2 und Supertoll kamen dann nach und nach weitere Spieler dazu. Ohne den eisernen Willen von Enrico 8 wäre es wohl unmöglich gewesen, weitere Spieler auf diese Map zu bringen. Besonders Paco legte auf Map 24 dann ein enormes Wachstum hin. Mit allen Spielern verbinden mich großartige Erlebnisse, dramatische Schlachten und eine Vielzahl gemeinsamer Erfolge. Deshalb möchte ich mich bei allen, auch an dieser Stelle, ganz besonders bedanken.
Mit der Einnahme der letzten Basis wird unser Kampf in Base Attack Force zu Ende sein. Wir werden die Map weiterhin halten, aber mehr in den anderen Spielen von Studio Hoppe aktiv sein. Sollte jemand Desert Order spielen und dort sehr aktiv sein, so ist eine Bewerbung bei Preußen willkommen. Enrico 8 sucht dort noch aktive Mitstreiter. In Combat Siege wird nun endlich bald das Community-Projekt beginnen, das durch Base Attack Force so sehr verzögert wurde. Es war ein historischer Moment, als die Basis dann endlich fiel. Etwas Wehmut war auch dabei.